up, hopped out of bed feeling great. Felt refreshed as the shower water hit my face. Headed to the kitchen and I'm about to get a plate. Chest up, shoulders back, yeah, I'm walking straight. I left all my cares behind me. I'ma keep shining, don't mind me. Keep my head up even when trouble finds me. Time to chill, time to chill. Call a couple real ones, light up the grill. We can just slide, meet me outside. We can kick back with good tunes and good vibes, yeah. Poolside, chilling in the summertime. Cool breeze, blowing and I'm feeling fine. Blue sky, feel the sun saying let it shine. Good vibes, now we living in the better times. Better times. Better times. Better times. Good vibes, now we living in the better times. Oh yeah, we on chill time. Walk in, you can feel why. Sun beaming on the ground, you feel it all around. The love's so real, you can hear it in the sound, yeah. Just chill, hand at the wheel. Windows down, they got that real good feel. Take another breath, love is real. Open your eyes and see clear, yeah. Poolside, chilling in the summertime. Cool breeze, blowing and I'm feeling fine. Blue sky, feel the sun saying let it shine. Good vibes, now we living in the better times. Unser erster Spot in Albanien war an diesem wunderschönen Fluss mit dieser bisschen gruseligen Hängebrücke. Nino wollte aber unbedingt darüber gehen. Und die beiden Jungs haben sich auch in den Kopf gesetzt, in dem Fluss baden zu gehen. Es war natürlich super, super kalt. Und ja, selbst die Füße sind schon fast eingefroren. Oh, danke, mein Schatz, ein Stein. Für uns ging es dann gestern aber noch weiter an diesen Spot, wo wir hier gerade sind. Es ist wieder ein See, der wieder ein bisschen leer ist. Also leerer als normal auf jeden Fall. Aber das zeigen wir euch hier gleich noch einmal. Da wollten wir gerade losfahren von unserem Spot, beziehungsweise sind ein Stückchen losgefahren und haben jetzt unsere allererste Schildkröte in freier Wildbahn gesehen. Wie cool ist das denn? Die war hier am Straßenrand und sind natürlich sofort angehalten. Wir wissen gar nicht, was wir damit jetzt machen sollen. Sie ist jetzt natürlich zurück ins Gebüsch gelaufen, aber es sah so ein bisschen so aus, als wenn sie hier über den Sandweg will, aber Großverkehr hier ist hier auch nicht. Von daher lassen wir sie mal da, wo sie jetzt ist. Better times, good vibes, now we living in the better times. Better times, better times. Better times, good vibes, now we living in the better times. Wir standen jetzt heute in Albanien das erste Mal so richtig auf dem Strand. Sogar heute Morgen war das Wasser so leicht an unseren Vorderrädern, dass wir uns ein bisschen gewundert haben. Aber es scheint wohl tatsächlich, dass die Wellen so doll waren heute Nacht, dass einfach ein bisschen Wasser unter die Reifen gekommen ist. Wie auch immer, wir sind jetzt beim Supermarkt, kaufen noch ein bisschen was ein. Und auch hier direkt ist wieder eine Wasserstelle. Da haben wir im Supermarkt natürlich wieder nett gefragt, ob wir hier Wasser auffüllen dürfen. War überhaupt kein Problem. Wassertank ist somit wieder voll. Vorräte sind auch gleich wieder aufgefüllt. Das heißt, gleich geht's weiter. Wir wollen uns gleich eine Festung anschauen. Die hat Julie rausgesucht und danach werden wir uns einen neuen Spot raussuchen, wo wir die Nacht verbringen. Poolside, chilling in the summertime. Cool breeze, blowing and I'm feeling fine. Blue sky, feel the sun saying let it shine. Good vibes, now we living in the better times. Better times. Better times. Better times. Good vibes, now we living in the better times. Better times. Better times. Better times. Good vibes, now we living in the better times. Better times. Better times. Better times. Gestern waren wir bei der Festung Kuja, die haben wir uns angeschaut. Da haben wir einen Tipp bekommen von einem albanischen Freund aus Deutschland. Und das müssen wir uns natürlich unbedingt anschauen. Es war mega, mega spannend, so viele kleine Souvenirshops zu sehen. Denn es war eine richtige Souvenirshop-Straße sozusagen. Und ich habe auch was Kleines ergattert. Darüber freue ich mich sehr. Dann sind wir noch weitergefahren zu einem Spot. Allerdings war es da überschwemmt, da konnten wir nicht bleiben. Deswegen sind wir noch weitergefahren und sind hier gelandet. Das ist hier ein ziemliches Industriegebiet
Aber hier sind auch viele einzelne Bars, die leider natürlich jetzt schon geschlossen haben. Der Barbesitzer war aber gestern noch hier. Wir haben gefragt, ob wir einfach hier schlafen können. Wie ihr seht, im Hintergrund auch ganz viele Öltanks. Ja, und wir wollen jetzt gleich mal weiterfahren. Yourself up, but no, it's not in my blood. Not gonna take your lies or stay between your lines. No, think that you could change me, shape me, make me bulletproof, sway me, make me someone new. But baby, I'ma break it down for you. Yeah. So, meine Lieben, heute ist wirklich ein einwandfreier Morgen. Wir sind direkt aufgesprungen, denn wir sind nicht nur an einem wundervollen Spot, sondern wir hatten die letzten Tage einen blinden Passagier. Denn, man wird es kaum glauben, wir hatten eine Maus an Bord. Oder wir haben eine Maus an Bord. Dann haben wir natürlich versucht, eine Falle zu finden in irgendeiner Form. Wir haben im Baumarkt eine Falle gefunden, die die Maus halt tötet. Ich meine, natürlich, das will eigentlich irgendwie niemand, aber auf der anderen Seite habe ich halt nichts anderes oder haben wir nichts anderes gefunden. Und ja, haben die Fallen benutzt, haben da Speck drauf gemacht, Schokolade drauf gemacht und jedes Mal waren die Köder weg. Also die Maus hat die Köder tatsächlich genommen, die Fallen sind aber nicht ausgelöst. Und dann hatte ich überlegt, ob ich eine Lebendfalle bestelle einfach und dann die hierher schicken lasse. Das Ganze dauert ja immer eine ganze Weile. Und dann hatte Alex die Idee, eine Falle selber zu bauen, habe bei YouTube geschaut und natürlich gibt es die Möglichkeit, sowas selber zu bauen und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe ein Video von Let's Bastel gesehen, weil das relativ einfach umsetzbar ist. Ich habe eine Stichsäge dabei, ich habe einen Akkuschrauber dabei und eine Flasche. Und so schnell war dann auch eine Falle selber gebaut und jetzt hat es auch wieder ein paar Tage gedauert. Auch da hat sie sich den Köder ein bisschen rausgenommen wieder und wir mussten das noch ein bisschen optimieren. Aber heute Morgen sind wir aufgewacht, Julie hat nach der Falle geschaut und tatsächlich, wir haben die Maus. Es ist wirklich, wirklich richtig schönes Gefühl, weil, naja, niemand will irgendwie eine Maus bei sich zu Hause, sei es wahrscheinlich im Haus, aber gerade im Camper, der so klein ist und so und auch wegen der Hygiene natürlich, auch wegen der Lütten und wegen uns. Ja, wir wollten endlich, dass sie weg ist und jetzt ist es tatsächlich soweit. Wir haben sie gefangen. Ich werde sie jetzt natürlich relativ weit wegbringen. Ich werde mit dem Fahrrad losfahren, sie in den Rucksack stecken und wegfahren. Denn wir werden hier an dem Spot noch ein bisschen stehen und deswegen können wir sie hier auf jeden Fall nicht rauslassen. Hier stehen auch noch ein paar andere Vans und Wohnmobile und wir wollen natürlich nicht, dass sie irgendwo sich da in den Van einzeckt, sondern wir wollen, dass sie irgendwo in der Freiheit ist und weit weg von uns ist. Ich zeige sie euch natürlich gleich nochmal. Wir packen sie jetzt erstmal, wir stellen sie erstmal raus und heute Nachmittag oder heute Vormittag werde ich sie dann wegbringen. Da wir noch eine Weile an dem Spot hier stehen wollen, also wo wir gerade stehen, möchte ich die Maus nicht direkt irgendwo ablassen. Das habe ich ja eben schon betont. Julie hat recherchiert, dass man sie 2 Kilometer weit wegfahren soll oder wegbringen soll, bevor man sie loslässt. Deswegen habe ich mir jetzt das E-Bike geschnappt, bin mal 2 Kilometer, über 2 Kilometer sogar gefahren. Bin jetzt hier mitten in der Natur irgendwo und ja, was soll ich sagen? Ich habe sie jetzt hier auf dem Kindersitz in der Flasche, wo sie gefangen wurde. Da werde ich sie jetzt rauslassen. Oh, dann können wir uns echt glücklich schätzen, dass sie weg ist. Ich kann euch gar nicht vorstellen, wie eklig das einfach ist. Ne? Also erstmal habt ihr überall Kot rumliegen, dann hört ihr sie nachts oder abends auf jeden Fall. Habe ich sie immer gehört, wenn sie halt auch die Fallen leer gemacht hat und sowas alles und sich den Bauch vollgeschlagen hat. Aber was soll man machen? Jetzt kann man nur im Nachhinein drüber lachen und jetzt haben wir sie, jetzt lassen wir sie los und jetzt werden wir uns darum kümmern, dass nicht nochmal eine Maus bei uns reinkommt. Ich weiß tatsächlich nicht, wo sie reingekommen ist. Also Alex hat gesagt, logischerweise durch die Tür, also durch die ganz normale Eingangstür. Ja, kann natürlich auch wirklich so sein, man weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir die jetzt freilassen und dann soll sie ihr Leben leben, aber nicht bei uns im Wohnmobil. Yes, sie ist weg. Think I'm gonna stay the same.
hier in unserem Camper jetzt geschmückt, denn Jonas wird heute ein Jahr alt und wir laden sie gleich zu uns in den Camper ein. Boah, guck mal, der kommt straight up hier, ey. An unserem letzten Platz wurde uns dieser Platz hier empfohlen. Und zwar direkt am Strand. Das ist ein Kiesstrand. Wie ihr sehen könnt im Hintergrund, wir stehen direkt da an den Palmen und ein paar Meter zum Wasser. Mega, mega schön. Vorgestern haben wir das Restaurant von dem Hotel Alba Gerd getestet. Da fanden wir sehr gut. Gestern waren wir tatsächlich noch in einem anderen Restaurant, die Straße weiter runter. Das hat uns aber leider nicht so gut gefallen. Jetzt geht es gleich weiter und zwar Richtung heißen Quellen. Wir fahren ungefähr so 3 Stunden und mal sehen, ob wir das mit dem Kind hinbekommen. Ob es 3 Stunden durchhält oder nicht. Wir werden sehen.